Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück in der, ich weiß nicht, ob es eine Unterwelt ist oder einfach nur eine Welt, aber herzlich willkommen zurück bei Scorn. Scorn, ja, ich lasse ihn da jetzt einfach mal, ich muss da jetzt nicht noch nachtreten. Das reicht, dass ich hier anscheinend, das ist auch nur so ein Ding, aber ganz viele davon als Kette zusammen. Deswegen hat es auch nicht ganz so sehr gespritzt, glaube ich, weil die lassen eher los, als dass sie durchgerissen werden. Und hier geht der Spaß direkt weiter. Okay, ich habe kurz gedacht, das sind ein paar zu viele, aber scheinbar nicht. Gott, und einer davon ist aktiv geblieben. Danke. Okay, da oben hat sich jetzt Tunnel frei gemacht und ich brauche bitte meine Waffe. Einfach die ganze Zeit hinter diesem Terminal, damit er mich nicht mit Gift vollspritzen kann. Kampf ist so eine Sache. Ich find's auch ein bisschen weird, vor allem weil ich halt wirklich nur diesen Dampfhammer habe. Und die anscheinend irgendwie mit Gift spritzen können oder irgendwie solche Geschichten, aber naja. Muss ich mich nur ein bisschen dran gewöhnen, dass ich da wirklich nur mit dem dann interagieren kann. Aber ich glaube, ich kann hier nochmal das Ganze aktivieren. Scheinbar war dem noch nicht genug. Oder so? Nee, doch, ja, nee, doch. Muss ja. Also dann eher oben, weil dann habe ich oben so einen Durchgang zu der Brücke. Nochmal. Immerhin spawnt jetzt nicht jedes Mal so ein Viech. Schön. Ist auch nie ganz laut. Also ist immer ganz angenehm auf den Ohren. Gut, ich komme hier aber auch nicht vorbei. Seiten. Ich mache hier wieder das Ding auf und kann dann vielleicht oben auf diesen Durchgang irgendwie. Mit meinem komischen Tankstutzen hier. Na, die tauschen dann die Plätze, okay. Gut, jetzt wäre zumindest oben ein kompletter Durchgang möglich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, guck mal, es kommen wieder Freunde. Was bist du denn? Au! Kann ich irgendwie blocken? Nachladen, bewegen, zielen, laufen, feuern, heilen? Verwenden, Waffe, Waffe, Waffe. Okay, Waffe wechseln kann ich nicht. Okay. Die Kleinen sind immerhin relativ schnell besiegt. Jetzt gibt's die auch schon in verschiedenen Formen und Farben, ey. Ach, guck mal, ja. Hätte ich mir vielleicht auch denken können, wenn ich hier irgendwann mal diese mittlere Option hier wahrgenommen hätte, aber hier in der Mitte bin ich ja noch nie durchgelaufen. Instinktiv alles richtig gemacht. Ist auch mal was Neues. So. Laufen wir mal hier lang, in der Hoffnung, gibt's hier was Neues? Okay, den Code habe ich. Ah lol, ja okay, ich hätte jetzt auch hier lang laufen können, dann wäre links jetzt nicht frei gewesen, aber hier auch nicht und überhaupt, okay, ich verstehe. Ich verstehe ein bisschen, nicht alles, bei weitem nicht, warn dich. Ich habe einen Presslufthammer und ich werde ihn benutzen. Okay, hier sind irgendwelche Gondeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die werde ich jetzt nutzen müssen für irgendwas, aber ich gucke mich erstmal nochmal um. Okay, hier geht's nicht. Hier könnte ich wahrscheinlich... Ah, okay, Brücke bauen. Irgendwie. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Gut. So, oh, nicht schon wieder.
Also diese Zweckgemeinschaft mit der Waffe ist, muss echt langsam aufhören. Ist ja schön und gut, dass die benutzbar ist, aber irgendwie tut die einem mehr weh als... Oh oh. Ah, okay, wir fahren ein bisschen Achterbahn. Okay. Nettes Transportmittel. Das ist ein bisschen wie Wuppertaler Schwebebahn. Nur in knochig. Jetzt die Frage, wenn ich das jetzt hier aktiviere... Wird's ein bisschen schlotzig, habe ich so das Gefühl. Ja. Bisschen sehr schlotzig. Kralle. Okay. Da unten gab es jetzt eine kleine Party. Verbunden mit einem kleinen Unfall. Hier konnte ich auch lang. Ne, konnte ich nicht. Gut, haben wir alles richtig gemacht, dann wieder runter. Ach nein. Reicht das, ja? Gut, dann kann ich mich ja jetzt wieder heilen. Ich habe noch zwei Kirschen, die ich mir in den Arm zuzeln kann, was ein unfassbar ekelhafter Begriff ist, aber gut. Hoffentlich, ich kann mich gleich wieder irgendwo heilen. Übrigens, diese Pots, wo ich mich heilen kann, erinnern mich so ein bisschen an Half-Life. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Das ist ein sehr interessanter Gang, auf den ich jetzt schon richtig Bock habe. Schön hier. Oh Gott. Du bist ein bisschen größer als deine Kumpanen. Ich hoffe mal. Hey, er lässt ein paar von seinen Kumpanen fallen. Ich... Also. Oh Leute. Nee. Nee, 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 nee. Ich kann sagen, ich komme nicht zu euch, also braucht ihr mich auch gar nicht mit euren komischen Eiern abschießen. Okay, da wäre das Terminal, was ich von oben gesehen habe. Da hinten geht es noch weiter, aber ich gucke mich erstmal hier um. Ich habe von oben ja schon mal hier was gesehen. Was passiert, wenn ich hier wieder ein bisschen rumfinger? Okay, irgendwas Lautes passiert auf jeden Fall. Okay. Ich fahre hoch. Das passiert dann. Machen wir hier. Ach so. Okay, warte. Da ist ja ein Pott. Der ist jetzt halt nur in anderer weitiger Verwendung hier. Ja, du solltest schon noch den mitnehmen. Macht er nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Eigentlich war der Hintergedanke jetzt, dass du den, wo du eh schon bist, einfach greifst und mitnimmst. Aber irgendwie hat er da, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. Oder kann ich bei der Steuerkonsole auch sagen, hier von wegen, nimm den. Also, Kralle, bitte den nehmen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt, wo ich überall hin kann damit. Ja, warte mal, alternativ. Nehmen wir doch mal den, theoretisch. Da ist die Kralle zumindest nicht direkt drüber. Okay, oder auch nicht. Was ist denn jetzt los?
kann ich jetzt nochmal in den hier reingehen? Warte mal, irgendwie fehlt dem hier die richtige Kombination. Ich fahre nochmal mit dem Ding. Dann tauscht er ja die Pots wieder aus anscheinend. So. Dann der Kollege. Juckt ihn überhaupt nicht schön. Ist ja nur noch Quatsch. Gut, warte, in dem Fall gehe ich dann vielleicht doch eher nochmal runter, weil ich konnte mich ja in die andere Richtung unten auch nochmal umgucken. Also fahren wir die Plattform nochmal runter. Ich habe eine Idee. Vielleicht muss ich von hier unten eine Kugel mitnehmen, damit ich dann oben auf die andere Seite kann. Also hinter dem Ding noch. Idee. Okay, dann gehe ich erst mal weiter durch. Das ist alles so ekelhaft. Man fängt sich doch, vor allem wenn man hier so komplett ober... Oh Gott, ist das ekelhaft. Mir wachsen immer mehr Geschwülste einfach irgendwo raus. Ja, guck mal. Ich habe gerade noch drüber gesprochen. Mein Medipack kann sich wieder aufheilen, aufladen. Allein das, das tut doch auch auf Dauer weh. Sehr schön. Danke. Mehr gibt es hier hinten nicht. Nur ein Medipack. Okay, dann gehe ich in die andere Richtung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann hier unten nochmal was mit hochnehmen. Da ist nämlich so eine komische Schiene. Ich drehe schon mal das Teil in die richtige Richtung, nur für den Fall, dass ich relativ schnell weg muss, was ich irgendwie glaube. Machen Sie zur Seite. So. Und dann hole ich mir einen neuen Tidepod. Vielleicht nicht von da oben. Ne, von da oben komme ich. Und dann hatte ich die Möglichkeit hier hinzugehen und nach oben. Und da habe ich mich dann instinktiv jetzt diesmal falsch entschieden. Okay, hier ist Schlotze. Und zwar ausschließlich Schlotze. Hier ist nicht irgendwie ein Terminal oder irgendwas. Hier ist ein Terminal. Was macht man damit? Oha. Okay. Ja, verstehe. Da sollte da vielleicht mal ein Pot hängen. Und der wird dann da eingesetzt. Auf die Schiene. Mit der Schiene dann durchgefahren. An das Ding oben eingesetzt. Ich kann auf die andere Seite irgendwie sowas. Okay. Gut, der grundsätzliche Vorgang ist mir nun bekannt. Es ist jetzt nur die Sache, wie komme ich an diese Kugel? Wo ist die? Komme ich hier irgendwie hoch? Ah, hier ist jetzt kein Bedienfeld. Das könnte vielleicht auch noch ein Problem werden, wie ich dieses Ding über die Schiene kriege. Aber das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Okay, da vielleicht nicht unbedingt. Oder vielleicht genau da. Meistens, wenn ich sage, da vielleicht nicht unbedingt, ist es exakt der Weg, den ich eigentlich hätte nehmen müssen. Aber jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich sollte vielleicht hier lang. Folge dem Licht. Ach, das ist ein Pot. Das hier ist ein Pot. Aber ich glaube, den kann ich nicht nehmen. Der sitzt, glaube ich, ein bisschen fest. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Puzzlespiel. Ein einziges, schlotziges, ekelhaftes Puzzlespiel ist das hier. Mit teilweise echt krassen Bildern. Also nicht krasse Bilder im Sinne von Basis ekelhaft oder sowas, sondern halt von der Bildkomposition an dich teilweise gar nicht mal schlecht. Einzelbilder für sich genommen. Okay. Ja, herrlich.
Da ist sie, die Kugel. Und sie wird getränkt in Blut. Ja, mach noch ein paar. Ja, ja, ein paar Flecken haben noch keinem geschadet. Okay. Kugel ist da. Um Gottes Willen. Jetzt muss ich nur noch mal irgendwie hier rumkommen. Oh. Oh, okay, ja. Ich glaube, ich kann die kontern. Ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Erstmal eine Kirsche zuzeln. Geil. Und jetzt irgendwo einen Lift finden oder einen Weg nach oben, um noch eine Steuerdingens zu finden, die mich dann weiter hochbringt. Medipack. Komm gerade rein, kleiner Freund. Gut, ob es jetzt jedes Mal diese Animation braucht, ist dahingestellt, aber zumindest hilft's. Also möchte ich mich auch nicht beschweren und so lange ist die jetzt auch nicht. Okay, da ist der Port. Jetzt muss ich ihn nur immer weiter Ebene für Ebene weiter hochtransportieren und dann rüber. Ah. Chicken Little. Komm, schieß. Gott. Leute. Schon gut am Spratzen, ey. Du hängst doch auch ungünstig da tatsächlich. Also jetzt geht's auf jeden Fall ab, was Kämpfen angeht. Ich würde halt ganz gerne mal ausprobieren, wie es jetzt ist mit dem Kontern von den Viechern. Komm mal her. Okay, irgendwie auch eher so schlecht als recht. Bitte einmal Kirsche, danke. Okay, also entweder ich denke mal, ich bin einfach auch richtig schlecht im Kämpfen. Das kann auch gut sein, aber das mit dem Parieren hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Okay. Der hing da so verdächtig, deswegen habe ich eigentlich gedacht, der fällt gleich mir auf den Kopf, aber war nicht. Ist noch ein anderer, der... Du kommst. Ziemlich fast. Warum? Dann werde ich einfach... Hoffe manchmal nicht. Ja, okay, das ist, glaube ich, einfach nur eine Finisher-Animation, wenn ich ziemlich nah dran bin und den genau auf den Kopf treffe. Wirkte nur wie ein Konter. Natürlich. Reicht das? Jetzt reicht's. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich dich für irgendwas brauchte oder du warst irgendwie so eigenständig als Gegner gerade. Wären mir hier viel zu viele Gegnertypen dafür, dass ich nur diesen komischen Hammer habe oder was das sein soll. Oh Gott. Maradiot. Die ist halt mit so einem Doppelangriff, sind die kleinen zumindest weg. Das ist ganz angenehm, aber dann für die andere muss ich halt immer nochmal nachladen und durch die Gegend laufen und da trifft er mich meistens mit seiner Säureschlotze. Das ist nicht so angenehm. So, gucken wir mal, hier geht's weiter. Da wird die Kugel noch mal ein bisschen weiter getränkt. Gesetzt den Fall, er kommt da überhaupt durch. Ja, mit genügend Gewalt geht alles. Da geht sie dahin. Auf die andere Seite. Schauen wir mal, ob ich sie jemals wiederfinde. Oh Gott. Hopp. Oh.
2 haben wir jetzt. Immerhin bin ich unverwundbar während der Animation. Also die ist ein bisschen übertrieben lang. Ist gut jetzt, komm. Immerhin lädt die dabei gut nach. Gefühlt ist es am angenehmsten, wenn ich nicht hingucke. Ja. Irgendwie, wenn ich ihn gerade nicht angucke, trifft er mich nie. Weiß nicht, ob das wirklich damit zu tun hat oder. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Da ist das jetzt euer Ernst? Achso, okay, das ist immer noch der Kollege vom letzten Mal. Ich wollte gerade sagen, lebst du wieder oder was? Okay, Kämpfe reißen so ein bisschen raus tatsächlich. Also ich fand die Atmosphäre vorher eigentlich viel geiler. Jetzt dadurch, dass an jeder Ecke hier diese komischen, was auch immer ihr sein wollt, aus der Ecke spratzen, das ist irgendwie ein bisschen, naja. Fände es besser, wenn es ein bisschen atmosphärischer bleiben würde, aber naja, wir wollten die ja zwischen den ganzen Puzzle-Elementen nochmal so ein bisschen in Richtung Action. Was ist denn hier schon wieder los? Okay, hier fährt die Kugel runter. Oh Gott, wir haben ein Schieberätsel. Aber Gott sei Dank ist die Folge vorbei. Okay, ich muss erstmal noch mehr die anderen beiden fängen. Okay. Aber wie gesagt, wir sind am Ende angelangt. Ich muss diverse Knöpfchen-Dinger finden anscheinend. Wo immer die sind. Vielleicht auch da. Vielen lieben Dank fürs Zusehen an dieser Stelle. Okay, schon mal bewegt die sich jetzt auch die ganze Zeit. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie ihr Scorn findet bisher. Oder ob ihr es vielleicht selbst schon mal gespielt habt. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Entweder hier bei diesem Projekt oder einem anderen von uns. Bis dahin, haut da rein und tschüssi.